Das richtige Licht entscheidet, wie gut dein Ergebnis am Ende draußen aussieht. Welche Lampen wir benutzen, zeigen wir dir in diesem Video. Die Frage nach den Lampen wird mir immer wieder gestellt. Das heißt, ihr wollt gerne wissen, welche Lampen benutzt ihr in der Fahrzeugaufbereitung, welche hängen bei euch an der Decke und welche benutzt ihr beim Arbeiten. Deswegen habe ich jetzt mal einen kleinen Sammelwagen hier bereitgestellt und habe von jedem Lampentyp mal eine mitgenommen. Das sind alles die Lampen, die wir wirklich tagtäglich benutzen. Also da ist keine Lampe bei, die wir jetzt mal gekauft haben und die rumsteht, sondern das sind die, die wir benutzen. Und ich möchte euch jetzt mal erklären, welche Lampe wir für welchen Zweck benutzen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den größten an, arbeiten uns dann zumindest von der Bauform zu den kleinen runter. Starten wir mit den baulich größten Lampen. Das sind sogenannte Bonnet Lights, also eigentlich Lampen, die dazu designt wurden, den Motorraum zu beleuchten, wenn man dort arbeitet. Da haben wir zwei verschiedene. Ich fange mal mit der älteren an. Das Modell ist eins von Philips, das haben wir schon sehr lange. Es lässt sich hier an einer Seite ausziehen. Passt auch wirklich in sehr breite Autos. Und man kann auch hier diese Haken außen umstellen. Das heißt, wenn man mal aus irgendeinem Grund was von innen beleuchten will sozusagen, zum Beispiel wenn man sie irgendwie, weiß ich nicht, so rum in den Fußraum irgendwo reinklemmt, im Innenraum könnte man sie auch so benutzen. Der Standard ist aber, dass die Haken nach oben zeigen und wir sie halt oben in die Fahrzeughäume einklemmen. Hier die Ränder sind gummiert, das heißt, wenn hier irgendwas rankommt, entsteht da kein Schaden. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn der Kunststoffteil hier an den Lack kommt, dann würde ich da einfach nur ein Tuch zwischenlegen oder ein Klebeband dran kleben. Aber meistens sind die Dichtungen breit genug, sodass man in den Dichtungen sich sozusagen festklemmen kann. Die ist auch nicht so straff, dass sie da irgendwas abreißt oder so, sondern die ist wirklich relativ flexibel, hält aber gleichzeitig fest. Hat im Endeffekt zwei Beleuchtungsstufen, einmal hell und dann etwas dunkler. Das ist jetzt die helle Variante, zeigen wir auch gleich nochmal im Auto. Und dann die dunklere Variante. Funktioniert wirklich hervorragend. Man kann die auch hier drin durch die beweglichen Klammern auch gut verstellen. Das heißt, wenn man mal ein bisschen mehr hinten, ein bisschen mehr vorne sehen will, funktioniert das ganz hervorragend. Gleiches Prinzip, bisschen anders aufgebaut. Diese Stablampe, die ist jetzt von ScanGrip, hat auch zwei Helligkeitsstufen. Einmal hell, nee, das war jetzt die bisschen dunklere. Und die ein bisschen hellere, funktioniert ebenso mit zwei Klemmen, hat aber den Unterschied, dass sie sich auf beiden Seiten ausziehen lassen. Das ist ein bisschen einfacher, dass das Licht ein bisschen zentrierter bleibt und sich nicht nur, wenn ich eine Seite ausziehe, in eine Richtung zieht, sondern ich es immer in der Mitte habe. Und hier funktioniert so, dass nicht die Klammern drehbar sind, sondern hier so ein Clip-Mechanismus ist, den ich halt frei bewegen kann in jedem Winkel und zusätzlich nochmal die Lampe, also den Leuchtstab selbst drehen kann. Ein weiterer Vorteil, wir benutzen diese beiden Leuchten auch ganz gerne, um einzelne isolierte Kratzer festzustellen. Da wisst ihr ja, dass man mit einem direkten Licht, wie es jetzt gleich kommt, nicht so viel Erfolg hat, sondern man sowas Diffuses braucht. Und da kann man den Stab hier einfach rausnehmen, kann den anmachen und kann damit in der Hand ums Auto gehen. Das macht sich wirklich auch hervorragend. Findet, wie gesagt, bei jeder Innenraumreinigung Einsatz, aber eben auch draußen am Lack. Werden beide Lampen von uns viel benutzt. Wir haben einfach zwei, weil wir an zwei Arbeitsplätzen arbeiten. Und dann haben wir als zweite einfach diese ScanGrip hier gekauft, weil die damals noch nicht draußen war, als die Philips kam. Ich finde beide Lampen sehr gut. Die Philips ist flächig ein bisschen heller. Also die macht ein bisschen breitere Ausleuchtung. Und die hier ist punktuell innerhalb der Ausleuchtung einen Tick heller. Aber mit beiden Lampen kann man wunderbar arbeiten. Wenn ich mich jetzt für eine entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich die ScanGrip-Lampe nehmen. Weil, also ich kann auch generell vielleicht vorab noch mal den Stab hier abmachen, kann die Klammern dran lassen und könnte die Clips irgendwo anders dran befestigen. Es gibt auch Haken für diese Lampe oder Magnetaufsätze. Das kann man alles machen, gerade wenn man an der Karosserie und am Motor arbeitet. Macht es vielleicht auch Sinn, die magnetisch an die Motorhaube zu machen. Wir nutzen tatsächlich immer den Klemmmechanismus. Und wenn man das hier komplett abmacht, dann habe ich auch den Vorteil, klebt mir einfach eine Leuchtfolie vor und kann gleich zum nächsten Star Wars Treffen mit meinem eigenen Lichtschwert kommen. Weiter geht's mit zwei sehr ähnlichen Lampen. Boah. ScanGrip Color Match in dem Fall und, bei dieser Lampe hier Multimatch. Das ist jetzt eine Flex-Lampe. Sie wird aber wahrscheinlich von ScanGrip hergestellt. Aber, und das ist jetzt hier der große Vorteil, mit dem fange ich an, man kann die Flex-Akkus einfach nutzen und hier reinpacken. Und zwar sowohl die 18 Volt als auch die 10,8 Volt. Dadurch ist die Lampe halt super lange einsetzbar. Ich muss kein Kabel ranhängen. Ich kann einfach schnell die Akkus tauschen und ich brauche nicht ein zusätzliches Akkuladesystem. Das Schöne an der Lampe ist, dass man natürlich die Helligkeit einstellen kann. Zwar insgesamt in 1, 2, 3, 4 Stufen. Und das ist jetzt wirklich die Besonderheit, deswegen Multimatch. Ich kann die Lichtfarbe einstellen von wirklich sonnengelb über neutral weiß bis hin zu kaltweiß, was schon echt einen Blauschimmer hat. Macht sich wirklich ganz hervorragend, um verschiedene Defekte zu sehen.
Ihr wisst vielleicht von unserem Kanal, dass ich Hologramme eher bei gelberem Licht sehe und Swirls besser bei weißerem Licht. Deswegen macht sich das hier wunderbar. Im Standard arbeite ich hier mit einem relativ neutralen, einer relativ neutralen Einstellung. Entweder so ein bisschen weißer, ein bisschen gelber oder ein bisschen weißer, je nachdem, wie sich das Defektbild zeigt. Das sieht man aber am Ende, wenn man damit arbeitet. Ansonsten wirklich praktisch, hat hier auch so einen Zapfen, also kann man auch ein Stativ einklemmen, kann es als Arbeitsleuchte nehmen oder aber, wenn man den Henkel benutzt, einfach als Kontrollleuchte beim Arbeiten, um das Auto abzuleuchten. Ist eine sehr robuste Lampe, ist uns auch schon öfter mal runtergefallen und hat es aber immer überlebt, also wirklich ziemlich cool. Und wenn man viele Lampen davon hat, man sieht es hier drin auch, kann man die mit Bluetooth verbinden und per App steuern, sodass man nicht dauernd zur Lampe hinlaufen muss und irgendwas verändern muss, sondern einfach alles easy in der App steuern kann. Wirklich sehr gute Lampe, finde ich, sollte auf Dauer keinem fehlen. Aber zu meiner Empfehlung, welche Lampen du wirklich brauchst, kommen wir ganz am Ende noch. Jetzt hier der Dinosaurier unter unseren Lampen. Scangrip Color Match hat einen anderen Namen, weil sie wurde entwickelt, um Farbunterschiede zu erkennen. Beim Lackieren hat aber nur eine Lichtfarbe. Ich kann es ja mal hier an die Wand halten. Ich habe nur so ein, ja, Tageslicht weiß, leicht gelblich in zwei verschiedenen Helligkeiten. Nach Knopfdruck und kann das nicht umstellen, deswegen Color Match. Aber die Lichtfarbe eignet sich auch super, um Defekte zu erkennen. War die erste Scangrip, die wir uns gekauft haben, hält mittlerweile seit, jetzt muss ich sagen, über 5 Jahren. Hier fehlt auch die Gummierung am Rand, also die ist schon mal gerissen. Und der Stöpsel, um den Ladeanschluss abzudecken, den haben wir auch schon mal verloren. Also die Lampe hat schon einiges mitgemacht, ist aber wirklich ein Allrounder. Die kann man auch mal in den Fußraum legen oder kann damit sich auch mal die Umgebung beleuchten. Also wenn man sagt, ist jetzt irgendwie dunkel, ich muss mal in der Garage arbeiten oder arbeite mobil, dann stelle ich mir die einfach an die Wand, leuchte an der Wand hoch und habe eine gute Arbeitsbeleuchtung, weil die einfach so hell ist. Einziger Nachteil, die braucht halt ein Kabel zum Laden. Das heißt, wenn der Akku leer ist, muss man es an Kabel stecken und kann die nicht tauschen. Aber gerade für den Preis damals, wir hatten die in einem Komplettset für, ich glaube, 300 Euro mit 2 anderen Lampen noch gekauft, die beide aber mittlerweile kaputt sind. Ah, nee, stimmt nicht. Eine ist die hier, dazu komme ich gleich noch. Und die andere ist eine Kopflampe, die aber kaputt gegangen ist. Da bin ich ein bisschen draufgetreten. Aber für 300 Euro war das ja damals top. Wie gesagt, kann ich empfehlen. Heute würde ich diese Lampe nicht mehr kaufen. Da gibt es für den gleichen Preis einfach hochwertige oder nicht hochwertigere, aber flexiblere Lampen mit einem größeren Arbeitseinsatz. Aber ich bin immer noch damit zufrieden, arbeite immer noch sehr viel mit dieser Lampe. Die nächst kleinere Lampe ist diese kleine Multimatch. Die war in einem Dreier-Set mit bei, mit einer Kopflampe und einer Handlampe, zu der kommen wir gleich noch, beziehungsweise die Handlampe haben wir unten in der Aufbereitung, weil meine Jungs gerade arbeiten und auch noch eine Lampe brauchen, aber da wir so eine ähnliche hier haben, habe ich jetzt gesagt, gut, die müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Die kleine, ich glaube, die heißt R, ich glaube, die heißt Multimatch R, wie gesagt, alle Produkte unten verlinkt, wer es nochmal wissen will, aber so meine ich, heißt, die hat auch die Funktion, dass ich sie anschalten kann natürlich und die Leuchtkraft, Leuchtstärke regulieren kann, aber ich kann auch gleichzeitig die Farbtemperatur anpassen. Ähnlich wie bei der ganz großen, von sehr gelb bis hin zu sehr blau oder sehr weiß, wie man es auch immer nennen möchte. Reicht wirklich vollkommen aus. Sie hat wirklich eine gute Leuchtkraft, also gerade für Defektkorrektur oder beziehungsweise um zu kontrollieren, wie gut die Defektkorrektur läuft, ob ich Hologramme habe, ob ich noch weiter polieren muss, macht die sich hervorragend, weil der Griff ist auch wirklich praktisch. Ich kann die in eine Hand nehmen, die ist nicht schwer, der Griff ist sehr stabil, also die kippt nicht dauernd runter, kann sie aber auch so halten oder einfach so das Auto ableuchten. Also die nehme ich extrem viel als Handlampe sozusagen, um damit das Fahrzeug abzuleuchten und zu gucken, wie läuft meine Defektkorrektur, muss ich jetzt nochmal nacharbeiten, habe ich noch Haze, habe ich noch Hologramme. Dafür macht die sich ganz hervorragend. Gute Allrounder, preis-leistungstechnisch wirklich eine Top-Lampe, kann ich jedem empfehlen. Die nächste Lampe, auch schon ein sehr altes Modell, wie gesagt, kommt aus der Generation mit der hier, ist die Sunmatch. Ist im Endeffekt konzipiert als Handlampe, hat auch 2 verschiedene Leuchtstärken und oben noch eine Arbeitsleuchte, die wir aber faktisch kaum nutzen. Und auch, ich mache sie nochmal an, 2 Lichtfarben, die ich verstellen kann. Einmal von Warmweiß und Kaltweiß. Ist ein guter Allrounder, eine gute Handlampe. Lässt sich damit wunderbar während des Arbeitens kontrollieren. Die ist halt ganz schön, weil ich habe herausgefunden, die ist von der Lichtqualität ähnlich wie die Sonne. Also alles, was ich bei der Lampe noch sehe, sehe ich am Ende auch unterm Sonnenlicht. Das ist bei den großen Lampen gar nicht mehr unbedingt so. Also die täuschen auch manchmal vom Erscheinungsbild, die zeigen mehr, als ich jemals draußen sehen würde. Aber zu diesem Punkt komme ich auch noch mal am Ende. Wie gesagt, sie war damit bei. Wer jetzt sagt, ich arbeite viel mobil, brauche eine kleine Lampe, der kann sich die einzeln kaufen oder kommt am Ende zu meiner Set-Empfehlung dazu, wie gesagt, später mehr. Kleine Besonderheit, da hat der Mo mich gerade daran erinnert, bei diesen beiden Lampen, ich habe hier unten Magneten dran.
Ist jetzt für uns nicht ganz so relevant, weil das Haus so selten an den Lack ran. Aber wenn man vielleicht doch mal irgendwie ein Radhaus macht und den irgendwo an die Feder ranpackt oder an die Radnabe, was weiß ich, irgendwo an die Bremsscheibe, wenn es keine Keramikbremse ist, dann funktioniert es ganz gut. Und der andere Vorteil ist, ich kann diesen Schwenkarm hier aufstellen und dann steht die Lampe auch von alleine. Also wenn man irgendwie die im Innenraum mal irgendwo in den Fußraum stellen will, um ganz hinten in der Ecke was zu sehen, was sonst nicht ausgeleuchtet ist, macht die sich auch sehr gut. Deswegen macht das relativ viel Sinn. Und sie hat oben noch einen Haken dran. Also ich kann sie theoretisch auch irgendwo dranhängen, mir in die Hosentasche hängen, wenn ich ums Auto laufe oder was auch immer damit tun. Das sind so kleine Tools zusammen mit diesem Gürtelclip, den ich zugegebenermaßen noch nie benutzt habe. Aber vielleicht möchte der eine oder andere diese Lampe gerne am Gürtel tragen. Dann kommen wir zu einer kleinen, unscheinbaren Lampe, die aber wirklich sehr fies ist. Hat eigentlich nichts mit Lackkontrolle zu tun, ist, glaube ich, einfach eine sehr helle Taschenlampe. Coast HP7R heißt das gute Stück. Hat auch verschiedene Leuchtfunktionen, wenn man da öfter drauf drückt. Militärzeug. Ich glaube, das ist eine Outdoor-Lampe oder Militärlampe. Aber funktioniert auch sehr gut. Jetzt ist sie heller, hat zwei unterschiedliche Helligkeitsfunktionen. Man kann sie auch hier im Zoom verstellen, ist aber auch relativ uninteressant für uns. Was bei der interessant ist, das ist die ehrlichste Lampe, die ich je erlebt habe. Sie zeigt genauso viel wie so eine große ScanGrip, aber viel punktueller und ist deutlich handlicher. Also gerade bei Unischwarz oder bei schwierigen Lacken, wenn man wirklich auf 100% gehen möchte, gerade was den Haze, Grauschleier oder Hologramme betrifft, ist diese Lampe wirklich, es muss. Du wirst sie verfluchen, wenn du sie hast, weil sie dir oft Sachen zeigt, die du vorher nie gesehen hast, die du auch in keinem Sonnenlicht der Welt siehst. Aber wenn du halt so genau arbeiten willst, dass du 100% weißt, dass du bei jedem Licht draußen keinerlei Spürchen mehr im Lack hast, ist die Lampe hier das Mittel der Wahl. Eine Sache ist dazu noch zu sagen, deswegen nutze ich sie so selten bei Instagram, falls du dich fragst, oder bei YouTube, die ist viel zu hell. Das kriegt die Kamera gar nicht eingefangen, die überblendet komplett den Lack, da sieht man leider nichts. Deswegen wird sie so relativ wenig bei Instagram und YouTube verwendet, aber in unserem Alltag auch eine Lampe, die gerade für die finale Kontrolle sehr handlich ist, sehr ehrlich ist und nicht mehr wegzudenken. Lampen der Kategorie Kopflampe sind diese beiden, der Klassiker, die ScanGrip, die kennen ganz viele, ist wirklich eine Top-Lampe. Mit Kopfband und Stirnschutz, also dass sie nicht so drückt an der Stirn. Ich habe sie mir hinten festgeklebt, damit ich sie nicht aus Versehen beim Absetzen dauernd verstelle. Und hat auch zwei verschiedene Lichthelligkeiten und auch zwei verschiedene Lichtfarben, ähnlich wie die Handlampe, die Sunmatch. Also einmal sehr kaltweiß und einmal sehr warmweiß. Ist eine optimale Arbeitslampe. Also wenn man die auf Kopf trägt, egal ob bei der Innenraumreinigung oder auch beim Polieren, ist sie wirklich top, weil sie genau das ausleuchtet, was ich gerade sehen will. Sie leuchtet dahin, wo ich hingucke und ist wirklich, ja, beim Arbeiten sollte man die eigentlich immer tragen. Ich habe den Sensor vergessen, weil ich ihn selber total bescheuert finde. Sie hat auch noch einen Sensor, also wenn ich sie anschalte und hier auf die andere Seite drauf drücke, dann ist der Sensor aktiviert. Das heißt, ich mache es mal, dann sieht es nämlich lustiger aus im Video. Das fängt jetzt nämlich schon an und ich trage sie so auf den Kopf und dann kann ich mal den Vogel zeigen. Und dann geht sie wieder an. Bei den ersten Modellen war sie an, aus, an, aus. Das hat ScanGrip so ein bisschen verändert, weil man halt wirklich mal mit der Hand hier rüber fest und sie dauernd an und aus ging. Das heißt, ihr braucht jetzt immer eine, bist du bescheuert, Bewegung, damit sie wirklich an und aus geht. Seitdem ist dieser Sensor auch verwendbar. Am Anfang war es wirklich so, du hast poliert, polierst ja einmal lang, geht die Lampe an, so wie jetzt gerade, und polierst wieder zurück, geht die Lampe aus. Eigentlich ist der Sensor, wie gesagt, so, dass er diese Doppelbewegung braucht. Dadurch ist er durchaus auch verwendbar, weil ich habe mir das so abgewöhnt, den zu verwenden. Vor allen Dingen, weil man dann häufig vergisst, sie auszuschalten. Sie läuft dauerhaft auf diesen Sensor und bleibt an. Aber wer gerade irgendwie beim Waschen sie benutzt oder im Innenraum und dreckige Hände hat, braucht nicht zu drücken. Der macht einfach mal, hast du einen Vogel, und dann ist die Lampe an und aus. Dann weiter bei dieser Lampe, für die mich alle hassen werden, weil ich kann sie nicht verlinken. Ihr könnt sie nicht frei kaufen. Ihr müsst ein Gewerbe haben oder jemanden kennen und euch bei Snap-on melden. Die gibt es nur direkt bei denen. Das ist eine Nackenlampe, glaube ich. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man sie tatsächlich falsch rumtragen sollte, weil der Neigungswinkel der einzelnen Leuchten ist einfach, geht einfach weiter nach oben, wenn ich sie so rumtrage. Also ihr tragt sie um den Hals, was ganz angenehm im Sommer ist, weil man nicht so schwitzt. Man kann die wirklich komplett frei einstellen, je nachdem, wo man gerade hinleuchten und hinarbeiten möchte, und hat dann hier zwei unabhängig voneinander steuerbare Leuchten. Und was ich ein ganz cooles Gimmick finde, wenn man jetzt arbeitet im Innenraum, zum Beispiel unten im Fußraum, und ich arbeite an der Pedalerie und sehe aber, oder wirft das Licht durch das Pedal in Schatten, dann mache ich einfach den hier, nehme die Lampe einzeln in die Hand und kann mit der Hand nochmal drunter leuchten und kann sie mir danach einfach mit ein bisschen Geschick wieder anstecken, und dann funktioniert. Ist
eine gute Ergänzung dazu. Ich würde sie jetzt nicht als Ersatz für die ScanGrip-Kopflampe nehmen, aber als Ergänzung gerade für die Reinigung, Innenraumreinigung, macht sie sich sehr gut, weil ich, wie gesagt, diese Leuchten ein bisschen unabhängiger von meiner Kopfbewegung einstellen kann. Macht wirklich Sinn. Würde ich auch nochmal kaufen. Wie gesagt, falls ihr da Interesse habt, wendet euch an Snap-on. Und als letzte wirkliche Beleuchtung für die Fahrzeugaufbereitung möchte ich euch noch diese Deckenleuchte eigentlich zeigen. Das ist eine 24 Watt Deckenleuchte. Verlinken wir euch auch hier unten die Diffusor vor Ort und deswegen perfekt für die Erkennung von Highspots bei Coatings ist. Das ist wirklich für mich die Revolution der Lackversiegelung, weil vorher war man selbst bei guter Beleuchtung, hat man Highspots bei direktem Licht nicht erkannt, bei Deckenlicht nicht erkannt, sondern erst wirklich draußen gut erkannt, sodass es wirklich häufiger passiert ist, dass hier und da in der Ecke mal ein Highspot war. Seitdem wir diese Lampe haben, passiert sowas nicht mehr, weil sie halt wirklich optimal Highspots aufdeckt. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht zum CC1. Als wir die CC1 angewendet haben, verlinken wir euch hier oben, wo wir sie im Einsatz zeigen und wie man sie verwenden muss. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so viel mehr zu sagen. Meiner Meinung nach ein Must-Have für jeden, der Keramikversiegelung verarbeitet. Das Prinzip ist ähnlich wie bei den ScanGrip-Diffusoren. Es gibt ja auch Diffusor, die man hier drauf packen kann, sodass diese gerichtete Lichtquelle auch gestreut wird, also diffus wird. Aber selbst bei der großen Lampe ist der Die Lichtfläche so klein im Vergleich zu dieser riesen Fläche hier. Man kann die auch in einen Meter lang kaufen. Funktioniert genauso gut, ist nur ein bisschen unhandlicher. Und dadurch die hier viel praktischer für den Einsatz. Kostet ein Apfel und ein Ei. Das Einzige, ihr müsst euch das hier einmal umknüppern auf normalen Stecker, weil normalerweise ist halt eine Deckenleuchte einfach nur mit Elektrokabel dran. Aber das ist ja auch kein Problem. Funktioniert, wenn man es richtig macht, auch hervorragend. Wie gesagt, verlinken wir euch unten die konkrete Lampe. Kommt aber nicht aufs Modell an. Wichtig ist halt mindestens 24 Watt, sonst wird sie zu dunkel. Und dann funktioniert das ganz hervorragend. Bevor ich jetzt zu meiner Must-Have-Empfehlung komme, noch eine Lampe. Die steht ja auch schon die ganze Zeit als kleine Besonderheit. Das hier ist eine UV-Lampe. Damit könnt ihr bei eurem Nachbarn mal ins Schlafzimmer gehen und gucken, ob der seine Bettwäsche regelmäßig wechselt. Oder aber ihr verwendet sie, um Klarlack auszuhärten. Es gibt speziellen UV-Klarlack. Und gerade wenn wir mal eine kleine Steinschlagreparatur machen und den Klarlack schnell bearbeiten wollen und nicht die ewige Trocknungszeit abwarten wollen, dass er schleifbar wird, dann nehmen wir einen UV-Klarlack, nehmen eine UV-Lampe, halten den je nach Fläche 1 bis 2 Minuten drauf und der Klarlack ist bock und bretthart. Der Vollständigkeit halber wollte ich euch die Lampe auch noch zeigen. Aber jetzt kommen wir zu meiner Empfehlung für dich als Einstieg im Bereich der Lampen. Also wenn du Fahrzeugaufbereiter bist, werden willst oder Hobbyaufbereiter bist, sage ich jetzt mal so meine Rangfolge der Lampen, die du unbedingt haben musst und welche optional ergänzend sind. Zu meinen Top 3 der Lampen, die wirklich jeder haben sollte, der das Spektrum der Fahrzeugaufbereitung, sage ich mal, umfänglich anbietet. Das wäre das als allererstes, damit du überhaupt arbeiten kannst, eine vernünftige Kopflampe. Warum wähle ich die aus? Sie ist so extrem vielseitig. Mit dieser Kopflampe brauchst du nicht mal eine Innenraumbeleuchtung, weil du halt immer dort Licht hast, wo du hinguckst. Also es würde ausreichen, nur diese Kopflampe zu haben. Du kannst damit arbeiten, du siehst beim Arbeiten, was du machst. Du siehst beim Polieren direkt den Fortschritt. Und du kannst auch, wenn es mal wirklich schnell gehen muss, mit der Lampe auf dem Lack kontrollieren. Musst jetzt nicht erstmal eine andere in die Hand nehmen, sondern die zeigt dir auch erstmal relativ gut, wie gut dein Polierergebnis ist. Nummer 2. Die Coast-Lampe, weil sie einfach das ganze Fahrzeug, mit der kannst du das ganze Fahrzeug kontrollieren. Sie ist super handlich und sie zeigt dir einfach ehrlich das Ergebnis. Wenn du wirklich nur meine Top 3 Lampen kaufst, dann musst du irgendwann mal vergleichen, wie viel Unterschied die zeigen. Dann wirst du erkennen, was ich meine. Wie gesagt, für mich, für jeden, der im Detailing-Bereich unterwegs ist, ein Must-Have. Wer jetzt sagt, hochwertige Fahrzeugaufbereitung reicht mir, erkennt auch mit dieser Lampe hier alles, was die Sonne auch erkennt. Also du kannst dich darauf verlassen, wenn diese Lampe dir nichts mehr zeigt, dann ist auch in der Sonne nichts mehr zu erkennen und der Lack sieht top aus. Deswegen diese beiden meine Top 2 zusammen, je nachdem, welchen Anforderungsbereich du für dich wählen willst. Und last but not least, habe ich gerade schon erklärt, ohne die würde ich keine Keramik mehr machen, garantiert einfach ein perfektes Ergebnis. Heuspot frei und du brauchst dir auch keine Sorgen machen, wenn du das Auto rausfährst, dass noch irgendwas ist. Wenn du mit der Lampe richtig arbeitest, erkennst du auf jeden Fall alles. Deswegen auf jeden Fall sollte diese Lampe in deinem Repertoire sein. Und dann hast du jetzt hier meine Top 3,5, wenn man so will, der Lampen, die es unbedingt am Anfang sein soll. Mit allen anderen bin ich sehr zufrieden, würde ich auch wieder kaufen, kann ich dir auch empfehlen. Also wenn du dann weitermachen willst, kannst du auch jede einzelne andere Lampe kaufen, wenn du den Anwendungszweck hast, den ich im Video gerade erklärt habe. Aber ansonsten mit dem bist du schon mal hervorragend ausgestattet. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß bei der Lampenauswahl. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder schreib uns bei Instagram oder per Mail. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, drück auch auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.